Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 8a sowie zu den Zusatztagesordnungspunkten 28. Beratung des Antrags der Fraktion der FDP mit dem Titel Klare und transparente Kriterien für eine differenzierte Öffnungsstrategie sowie Beratung der Anträge der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit den Titeln Rettungsschirm Zivilgesellschaft, jetzt Soforthilfe für kleine und gemeinnützige Organisationen sowie der COVID-19-Pandemie aufgrund der COVID-19-Pandemie schaffen sowie Corona-Hilfen Sozialunternehmen in der Krise eine Chance geben. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache, die eröffnet wird von Michael Theurer für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Bundeskanzlerin hat heute Morgen eine Chance verpasst, sich zu entschuldigen dafür, dass versucht wurde, mit Totschlagsargumenten eine notwendige gesellschaftliche parlamentarische Debatte über die Zukunft des Landes nach den notwendigen Corona-Pandemie-Bekämpfungsmaßnahmen zu unterbinden. Meine Damen und Herren, das wäre die Voraussetzung dafür gewesen, den Ball von Minister Spahn aufzugreifen, der ja gestern hier im Plenum davon sprach, dass es Verzeihungen geben müsse für Versäumnisse der Bundesregierung. Meine Damen und Herren, wir sind den Menschen schuldig, ihnen eine Perspektive für die nächsten 2 Jahre aufzuzeigen, in denen wir mutmaßlich eben noch nicht über einen Impfstoff verfügen und auch nicht über wirksame Medikamente zur Heilung der schweren Corona-Infektionen. Die Krisenkommunikation der Bundesregierung hatte allzu oft die Halbwertszeit von 2 Tagen. Es ist stets das wahrscheinlichste Szenario eingetreten, doch Herr Spahn sprach ständig von einer neuen Lage. Etwa am 14. März die Absage von Großveranstaltungen noch abgelehnt, Mitte März die real bevorstehenden Einschränkungen als Fake News verunglimpft. Mitte Februar hat der Wirtschaftsminister die Forderung nach einem Krisengipfel für die Wirtschaft noch abgelehnt. Anfang März gab Herr Altmaier zu, keine Notfallpläne für die Wirtschaft zu haben. Hat die Bundesregierung die Lage falsch eingeschätzt oder sollten die gewählten Parlamente und die Öffentlichkeit bewusst im Unklaren gelassen werden? Das sind alles Fragen, die nach der Krise analysiert und bewertet werden müssen. Heute geht es uns als Freien Demokraten nicht um die Bewertung von Versäumnissen der Vergangenheit, sondern darum, dass endlich von der Bundesregierung klare, transparente, nachvollziehbare Kriterien entwickelt werden, wie man Gesundheitsschutz und wirtschaftliche und gesellschaftliche Öffnung miteinander verbinden kann. Denn die Beschlüsse, die die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder in der Woche nach Ostern verkündet hat, die wirken ja willkürlich. Nehmen wir einfach mal die 800-Quadratmeter-Regel beim Einzelhandel. Es müsste doch, wenn man infektologisch denkt, wenn man virologisch denkt, ein ganz anderes Kriterium zugrunde gelegt werden, etwa Quadratmeter pro Kunde. Und meine Damen und Herren, wir sind ja in Deutschland die Weltmeister des organisierten Arbeitsschutzes. Die Bundesregierung sollte deshalb jetzt endlich einen interdisziplinär besetzten Expertenrat zur Begutachtung der Corona-Ansteckungsrisiken in Gesellschaft und Wirtschaft berufen. Dieser sollte klare, transparente Kriterien erarbeiten, die dann für alle Bereiche durchdekliniert werden. Der Maschinenführer an einem CNC-Bearbeitungszentrum, der braucht vielleicht andere Schutzmaßnahmen als ein Montageteam, das in der Automobilindustrie in engem körperlichen Kontakt praktisch Hand in Hand Teile an eine Karosserie montiert. Meine Damen und Herren, niemandem ist damit gedient, wenn eine Insolvenzwelle weite Teile des Mittelstandes hinwegfegt. Deshalb sind wir in großer Sorge, was die Unternehmen in Deutschland und Millionen von Arbeitsplätzen angeht. Und deshalb, meine Damen und Herren, fordern wir in unserem Antrag auch
ein Programm für Wachstum, Beschäftigung und Innovation. Wir wollen ein Belastungsmoratorium. Es darf keine neuen Steuererhöhungen geben, keine neue Bürokratie, keine neuen Umverteilungsprogramme. Im Gegenteil, wir brauchen Sofortabschreibungen für bewegliche Wirtschaftsgüter, die komplette Soli-Abschaffung, eine Entlastung bei der Körperschaftssteuer und endlich auch die Verlustrückträge, die negative Gewinnsteuer, die Liquidität in die Unternehmen pumpt. Kurzum, es geht gerade in der Pandemiebekämpfung um die Unterbrechung der Infektionsketten. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass die Interventionsketten des Staates, die jetzt in Gang gesetzt worden sind, gestoppt werden, damit die Grenze des Staatseingriffes nicht immer weiter in Richtung einer Planwirtschaft verschoben wird, sondern dass die Wachstumskräfte der Marktwirtschaft wieder wirken können. Das ist gut für die Haushaltseinnahmen des Staates, das ist gut für die Sicherung der Arbeitsplätze und es ist richtig auch für die Zukunft unserer vielen mittelständischen Unternehmen in Deutschland, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Dr. Joachim Pfeiffer. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Genau vor 4 Wochen standen wir hier oder saßen wir hier genauso im Deutschen Bundestag und haben, glaube ich, eine historische Stunde erlebt, weil wir damals das, was die Regierung vorgeschlagen hat, mit der notwendigen parlamentarischen Mehrheit und Unterstützung versehen haben, und zwar in sehr großer Einmütigkeit, um Dinge auf den Weg zu bringen, die wir so in der Geschichte der Republik noch nicht auf den Weg gebracht haben. Und heute nach 4 Wochen können wir sagen, jawohl, die Politik wirkt, das Schutzschild funktioniert, die Instrumente bringen die Mittel dorthin, wo sie sollen. Zum Beispiel bei den Soforthilfen, die an die Soloselbstständigen, an die kleinen Betriebe gehen soll, von 0 bis 10 Beschäftigte, knapp 1,9 Millionen, also fast die Hälfte aller Betriebe haben diese Sofortkredite beantragt. Fast 10 Milliarden sind bereits abgerufen, angekommen, um die Brückenfunktion wahrzunehmen, die wir damit anstreben. Auch die Liquiditätshilfen wirken. Knapp 28 Milliarden Euro sind beantragt. Und dort, wo notwendig, Stichwort Schnellkredite, haben wir weiter optimiert, dass die Branchen, wo es am Anfang noch gehakt hat, dass die entsprechend auch den Zugang bekommen. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist quasi ausgearbeitet, ist jetzt in der Endabstimmung mit Brüssel, weil es ja notifiziert werden muss, auch was wir, wie wir dort entsprechend Betriebe, die zur kritischen Infrastruktur gehören, die wir in der Struktur erhalten wollen, im Bereich der Luftfahrt, im Bereich der Schiene, auch im vorhin von anderen angesprochenen Transportsektor, der beim Wiederhochfahren natürlich von entscheidender Bedeutung ist. Auch die Bürgschaften, die steuerlichen Maßnahmen, Stundungen, Kurzarbeit, die Dinge funktionieren. Und auch dort werden wir, wo notwendig und sinnvoll, entsprechend nachsteuern. Gestern hat man im Bereich der Gastronomie die 7% eingeführt, beschränkt für ein Jahr. Aber klar ist, die 7% wirken natürlich auch nur, wenn wir werden nachsteuern und wir können ja dann auch entsprechend mithelfen, dass wir das zügig tun können. Und wir haben ja auch genügend Sitzungen nächster Zeit, dieses zu erreichen. Hinzuverdienste sollen bis zum vollen Monatsverdienst ermöglicht werden. Auch das Kurzarbeitergeld soll, sofern dann das länger geht, entsprechend noch erhöht werden. Wir arbeiten auch mit Hochdruck daran, dass im Bereich von Veranstaltern, im Bereich der Reiseunternehmen, auch im Bereich der Start-ups entsprechend diejenigen, die jetzt forschen, entwickeln, die zukunftsfähige Produkte haben, dort nicht jetzt auf der Strecke bleiben, sondern dass diese Innovationen auch in Zukunft wieder stattfinden können. Auch diejenigen, die ganz düstere Perspektiven haben, wie die Schausteller,
die quasi in diesem Jahr null Perspektive haben, die vielleicht letztes Jahr beim Weihnachtsmarkt den letzten Umsatz gemacht haben. Auch für die brauchen wir Möglichkeiten, weil wir natürlich auch diese Berufsgruppe und diesen Sektor dann nicht verlieren wollen. Das Ganze ist aber ja kein Selbstzweck, Kollege Theurer, sondern wir wollen damit ja Zeit gewinnen, um die Infektionsrate zu senken unter die berühmte 1,0. Und jetzt bin ich kein Virologe und kein Arzt, und Kollege Theurer sind auch kein Virologe und Arzt, sind beide Ökonomen und Kaufleute, aber da haben wir auch Statistik gehabt. Ja? Und wenn die Statistik eben sagt, dass bei einem Faktor von 1,2 wir, wenn wir 20.000 Betten haben in Deutschland, die für die Beatmung zur Verfügung stehen, weil wir ja die Intensivbetten auch für die anderen Krankheiten weiterhin noch brauchen, dann bedeutet das, dass wir beim Faktor von 1,2 in 3 Monaten eben entsprechend 50.000 Betten haben und beim Faktor von 1,3 in 4 Monaten 50.000, beim Faktor von 1,3 in 3 Monaten 90.000. Und damit wird jedem klar, das würde unser System sprengen. Und deshalb muss das Ziel sein, hier diese Infektionsrate bei der 1 zu halten. Und deshalb hat die Bundeskanzlerin recht, wenn sie heute Morgen sagt, wir müssen aufpassen, dass wir das, was wir jetzt aufgebaut haben, nicht leichtfertig verspielen. Und genau das ist unsere Maßgabe auch bei der Öffnungsstrategie. Wir haben jetzt gewisse Dinge geöffnet. Da kann man sicherlich darüber streiten, ob auf dem Golfplatz die jetzt auch im Freien jetzt schon marschieren können oder spielen können. Selbstverständlich, ja. Aber wenn wir es zu schnell hochfahren, dann besteht eben die Gefahr dieses Rückfalles, vor dem wir stehen. Und das wollen wir keinesfalls tun. Deshalb lassen Sie uns doch, wenn wir wirklich das erreichen wollen, was wir auch 2009 erreicht haben, dass wir gestärkt aus der Krise hervorgehen, dann müssen wir jetzt bei der Öffnungsstrategie so agieren, dass wir wissen, in 10 Tagen, wenn wir die ersten Läden aufgemacht haben und wenn dann die Infektionsrate immer noch bei 1 bleibt, dann können wir die nächsten Schritte tun. Alles andere wäre, glaube ich, unverantwortlich. Aber wir können auch jetzt Dinge tun. Wir können zum Beispiel jetzt die Zeit nutzen, unsere Abläufe zu beschleunigen. Wir haben es hier bei der Parlamentsarbeit getan, dass Ausschüsse digital zunächst befristet, ich würde mir wünschen, wir machen das auch dauerhaft, tagen können und entscheiden können. Und ich denke, es müssen wir auch beim Genehmigungsverfahren beispielsweise machen. Weder bei den erneuerbaren Energien, die gebaut werden, noch bei Schienenprojekten oder auch Straßenbauvorhaben finden gerade Anhörungen statt. Deshalb müssen wir unsere Genehmigungsverfahren optimieren, digitalisieren und damit auch beschleunigen. Das können wir jetzt machen. Da brauchen wir keine 800 Quadratmeter oder mehr dazu, sondern das sind wir gefordert. Deshalb gilt es jetzt entsprechend, die Rahmenbedingungen so voranzutreiben, dass wir mit den steuerlichen Verrechnungsmöglichkeiten, ist angesprochen worden, dass wir bei weiteren Entlastungen dann parat sind, wenn die Öffnungsstrategie draußen so ist, dass wieder richtig Fahrt aufgenommen werden können. Weil das Ziel muss sein, dass Deutschland und Europa aus dieser Krise wie 2009, 2010 gestärkt am Ende des Tages hervorgeht. Und deshalb lassen Sie uns wirklich klug, verantwortungsvoll hier agieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist für die Fraktion der AfD der Kollege Tino Chrupalla. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Landsleute, was wir derzeit erleben, hätte sich noch zur Jahreswende niemand vorstellen können. Der Alltag ist der Ausnahmezustand. Nicht nur bei uns, sondern vielerorts weltweit. Zweifellos erfordern Ausnahmesituationen außergewöhnliche Maßnahmen. Aber wir müssen den Nutzen, sprich die Sinnhaftigkeit und mögliche negative Folgen dieser Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus kontinuierlich überprüfen. Denn wenn wir da übers Ziel hinausschießen, laufen wir Gefahr, den wirtschaftlichen Schaden, der bereits jetzt unübersehbar ist, noch zu vergrößern. Insofern können wir dem vorliegenden Antrag der FDP-Fraktion im Grundsatz nicht widersprechen. Wir brauchen klare und transparente Kriterien für eine Öffnungsstrategie. Meine Damen und Herren,
Über diese Kriterien müssen wir offen und ehrlich reden und auch reden dürfen. Die Bürger haben ein Recht darauf. Sie haben ein Recht darauf zu erfahren, dass dieser Shutdown jede Woche 42 Milliarden Euro kostet. Und wir müssen Ihnen auch sagen, dass dieses Geld nicht vom Himmel regnet. Denn nicht die Bundeskanzlerin, der Finanzminister oder der Arbeitsminister zahlen am Ende die Rechnung. Nein, diese Rechnung müssen die Bürger bezahlen. Sie müssen all die Milliarden, die jetzt zu Recht an Hilfen ausgegeben werden, mit ihrer tagtäglichen Arbeit wieder erwirtschaften. Und ich hoffe nicht, dass es auf Vermögensabgaben hinausläuft, wie die SPD schon vorgeschlagen hat. Die Ersparnisse der Mittelschicht werden Sie nicht mit den Stimmen der AfD einziehen. Das wollen wir hier schon mal prophylaktisch festhalten. Stattdessen müssen wir genauso minutiös, wie wir täglich die Ausbreitung des Virus kontrollieren, evaluieren, wie wir alle Wirtschaftsbereiche verantwortungsvoll wieder hochfahren können. Und ich denke, da kann und muss die Bundesregierung auf der Basis der inzwischen reichlich vorhandenen Daten eine verlässliche Öffnungsstrategie vorlegen. Wir dürfen nicht länger zuschauen, wie die Fundamente unserer Volkswirtschaft erodieren. Ich will hier nur einige wenige Zahlen nennen. Im Hotel- und Gaststättengewerbe drohen laut DEHOGA 70.000 Pleiten. Das heißt, viele der bisher dort beschäftigten 2 Millionen Arbeitnehmer stehen dann auf der Straße. Und Herr Altmaier, was nutzt eine Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie, wenn diese Geschäfte überhaupt nicht öffnen dürfen? Das müssen Sie mir wirklich mal erklären. Der Einzelhandel fürchtet, dass von 450.000 Geschäften 45.000 schließen müssen. Was wird aus den vielen Mitarbeitern? 1,8 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland sind direkt oder indirekt von der Automobilindustrie abhängig. Ihre Zukunft ist genauso ungewiss. Meine Damen und Herren, auch auf der wirtschaftlichen Seite der Viruskrise geht es um ganz persönliche Lebensschicksale, um die Existenzen von Unternehmern und Arbeitnehmern. Und viele fragen sich zu Recht, warum darf ein Laden mit 800 Quadratmeter öffnen, einer mit 804 Quadratmetern aber nicht? Warum gilt diese Ausnahme für das Autohaus, aber nicht für das Möbelhaus? Warum dürfen Buchläden öffnen, Elektronikmärkte aber oftmals nicht? Was unterscheidet den Einkauf im Supermarkt vom Einkauf im Elektronikmarkt? Meine Damen und Herren, ein Journalist schrieb unlängst sehr treffend, und ich zitiere: Das Virus weiß nicht, ob es vor einem Kühlregal oder einem Schuhregal steht. Die Krisenpolitik der Bundesregierung tut aber so, als sei das Virus vor dem Schuhregal gefährlicher als vor dem Kühlregal. Dieser Unfug muss schleunigst aufhören. Was wir brauchen, ist so viel Freiheit wie möglich und so viel Einschränkung wie nötig. Und klar ist, jedes weitere Herauszögern der wirtschaftlichen Tätigkeit wird zwangsläufig zu weiteren finanziellen Belastungen nach der Krise führen. Und darum müssen wir die Volkswirtschaft mit klar umrissenen neuen Schwerpunkten wieder hochfahren. Und dazu gehört unter anderem, in strategische Lieferketten zu investieren, die unsere Abhängigkeit von Drittländern reduzieren. Das betrifft neben der Automobilbranche vor allem die Gesundheits- und Pharmaindustrie sowie die Lebensmittelwirtschaft. Und wir brauchen dringend einen Plan. Und ich glaube, ich liege nicht ganz falsch, wenn ich behaupte, die Bundesregierung, die hat keinen Plan. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner der Debatte ist für die Fraktion der SPD der Kollege Sören Bartor. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere auch von der FDP, Ihren Antrag werden wir zwar ablehnen, und das aus guten inhaltlichen Gründen, aber die Regierungserklärung, die Aussprache dazu und auch dieser Antrag aus den Reihen der Opposition zeigt, dass der Umgang mit der Corona-Krise, vor allen Dingen auch die Debatte um den richtigen Weg, zuallererst hier in dieses Parlament gehört. Der Ethikrat hat in seiner, wie ich finde, sehr guten Stellungnahme noch einmal deutlich betont, dass Entscheidungen, die die ganze Gesellschaft betreffen, von denen getroffen werden müssen, die durch das Volk mandatiert sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Krise ist insofern nicht alleine die Stunde der Exekutive. Diese Krise ist die Stunde der demokratisch legitimierten Politik insgesamt und damit vor allen Dingen auch die des Parlaments.
Wir haben als Koalition schnell, umfassend und mutig auf die Krise reagiert und riesige Rettungsschirme beschlossen und gestern im Koalitionsausschuss auch noch mal nachgelegt. Wir können aber nie ganz genau wissen, was absehbar wichtig werden wird und welche Beschlüsse dann noch anstehen. Das gilt für kurzfristige Maßnahmen in der Krise. Es gilt aber vor allem auch für mögliche Konjunkturimpulse nach der Krise. Der Antrag der FDP ist ein wildes Wünsch-dir-was. Und bei der Gelegenheit auf Forderungen nach dem Rückgängigmachen von Standards im Klimabereich schaden den Unternehmen mehr, als sie helfen. Auf diese Weise verschleudert man Milliarden an Investitionen und schadet unserer Wettbewerbsfähigkeit und der Umwelt. Wir dagegen zeigen, dass wir zielgenau nachsteuern können. Erstens, die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes bedeutet für viele betroffene Beschäftigte eine echte Hilfe. Die Absenkung der Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie ist eine Möglichkeit, um verlorene Umsätze teilweise zu kompensieren. Es muss aber auch hier allen klar sein, diese Maßnahme ist natürlich befristet und wird trotz Wahlkampfzeit 2021 auslaufen. Und neben den gestrigen Beschlüssen müssen wir vor allen Dingen auch die Branchen im Blick haben, die womöglich als letzte wieder hochfahren können. Dazu zählen zum Beispiel Clubbetreiber, Messebauer und natürlich werden wir hier auch die Schausteller mit einbeziehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann ein ganzes Land nicht jahrelang abschließen. Alle freiheitsbeschränkenden Maßnahmen müssen immer besonders begründet sein. Wir können auch die Wirtschaft nicht endlos mit Staatsgeld künstlich aufrechterhalten. Das endet im beiderseitigen Bankrott. Daher müssen wir auch wieder kontrolliert hochfahren. Das geht nur, wenn wir weiter füreinander einstehen und die Risikogruppen beschützen. Wir müssen verantwortlich füreinander sein. Wir müssen diszipliniert sein und zeigen, dass wir mit den Lockerungen auch umgehen können. Und wenn uns das nicht gelingt, scheitern wir in der Infektionsbekämpfung. Wir scheitern als Gesellschaft und wir schaden übrigens der Wirtschaft mehr, als es ein Hilfsprogramm jemals reparieren kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner der Debatte ist für die Fraktion Die Linke der Kollege Alexander Ulrich. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur politischen DNA meiner Parteienfraktion gehört die politische Forderung in allen Lagen, dass Menschen vor Profite zu stellen sind. Und wo, wenn nicht auch in dieser politischen Debatte und jetzt mit Corona, trifft das zu? Und deshalb sagen wir ganz deutlich, auch bei dieser Debatte, die von der FDP angestoßen ist, wurde, über die Öffnungsstrategie zu diskutieren, dass wir sagen, lasst uns diese Öffnungsdiskussion und die Maßnahmen dazu wirklich behutsam umsetzen. Lasst uns erstmal erkennen, was diese Schritte, die letzte Woche beschlossen worden sind, was jetzt das bedeutet. Ich komme aus in der Nähe von Kaiserslautern. Ich habe die menschenarme Stadt letzte Woche noch mal öfters gesehen, habe die Woche gesehen, was diese wenigen Maßnahmen schon wieder hervorgebracht haben an Menschenmengen in der Fußgängerzone. Ich habe da ein ungutes Gefühl. Lass uns zuerst mal abwarten, was das jetzt bedeutet in den nächsten Wochen. Und dann können wir darüber reden, in welchen Schritten möglicherweise weitere Gewerbe aufgemacht werden können oder auch nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ja auch nochmal deutlich machen, wir sind uns ja auch ziemlich einig. Und ich verstehe den Antrag auch deshalb nicht von der FDP, weil ich komme aus Rheinland-Pfalz. Mit Kaiserslautern habe ich das bereits erwähnt. Und in Rheinland-Pfalz haben wir eine Landesregierung, wo die FDP mitbeteiligt ist. Und die FDP sollte sich eher mal darum kümmern, meines Erachtens, dass die Dinge, die beschlossen worden sind, mal vernünftig umgesetzt werden. Denn in keinem Bundesland ist die Soforthilfe so schnell ausbezahlt worden wie in Rheinland-Pfalz, wo auch nach 3 Wochen zum Teil noch keine Bescheide vorliegen. Wer ist zuständig? FDP-Mann Wissing. Deshalb würde man sich mal um so Sachen kümmern, wäre es viel sinnvoller, wie hier solche Scheinanträge zu stellen, wo dann wieder die alten Gassenhauer hervorgebracht werden mit Sonntagsarbeit, keine Steuersenkung und andere Dinge, die die FDP immer wieder hervorbringt. Und da die FDP auch im gleichen Chor mit der AfD gegen weitere Steuererhöhungen sind, will ich deutlich zum Ausdruck bringen,
Jawohl, wir brauchen nach dieser Krise Steuererhöhungen. Denn wir haben zum Beispiel auch Krisengewinnler wie Amazon. Und die müssen endlich mal zur Kasse gebeten werden, diesen Unternehmen zu versprechen, ihr braucht keine Angst zu haben vor uns, kann die FDP und die AfD auf verantwortliche Politik für das Land, sieht anders aus. Wir haben in einigen Branchen noch großen Nachholbedarf. Die sind auch hier erwähnt worden. Ich will auch noch mal sagen, mit der Kurzarbeit. Diese Schritte, die heute Nacht beschlossen worden sind, gehen uns nicht weit genug. Der DGB und auch wir als Linke haben viel weitergehende Fortschritte. Jetzt wieder das Klein-Klein, dass die Arbeitsagenturen zu prüfen haben, wer ist wie lange in 50% Kurzarbeit gewesen, ist eine falsche Vorgehensweise. Man hätte es sofort anheben auf 80% mindestens für alle, unabhängig davon. Das war ein falscher Schritt. Aber was auch getan werden muss, wir müssen im Prinzip deutlich machen, dass Staatshilfe nur gegeben werden kann, wenn Unternehmen auch auf Dividenden und Bonusausschüttungen verzichten. Das ist das Grundgedanke von sozialer Marktwirtschaft, dass man nur dann solidarisch sein kann, wenn man auch solidarisch auf der anderen Seite ist. Und der zweite Punkt ist der, ich habe mit einem Busunternehmen mich unterhalten in meinem Wahlkreis, ich komme dann auch zum Schluss, Herr Präsident, der hat zu mir gesagt, er hat zwei Busse laufen, die in diesem Jahr wahrscheinlich kein Geschäft mehr machen. Er bezahlt für jeden Bus 4.000 Euro Leasing im Reiseverkehr, er hat jeden Monat 8.000 Euro. Die Hilfe, die er bekommt, ist sehr gering. Aber ein Unternehmen mit TUI, wie TUI, kriegt Milliarden Staatshilfe und lässt ihre Flotte unter maltesischer Flagge hissen. Das empfinden die Menschen in diesem Land zu Recht als ungerecht, und da muss Politik endlich handeln. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen der Kollege Dieter Janicek. Ist immer schwierig hier. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Schupalla, wenn man auf die Top-Virologen der AfD, Herr Müller sitzt ja da hinten, gehört hätte, der den Covid-19 immer mit der leichten Grippe vergleicht, dann hätten wir mittlerweile Hunderttausende Tote in diesem Land und eine zerkrachte Volkswirtschaft. Das ist die Wahrheit, die Sie mal zur Kenntnis nehmen wollen. Gut, dass man auf Sie nicht hört in dieser Situation. Und jetzt kommen wir zum ernsthaften Teil des Parlaments. Ich finde, wir können wirklich stolz sein auf die letzten Wochen, was wir hier gemeinsam erreicht haben. Ich möchte mich auch explizit bedanken bei den Menschen im Land, die diese Einschränkung mitgetragen haben, insbesondere auch bei den Familien, die seit Wochen mit ihren Kindern zu Hause ausharren. Und es ist nun mal leichter, wenn man ein Haus mit Garten hat oder zu fünft in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt. Hier ist unser Dank angebracht. Und wir müssen hier jetzt auch helfen und wirklich nach vorne kommen. Und auch darüber geht es bei dem Thema Öffnung, dass wir da Lösungen finden für die Menschen. Aber wir brauchen auch weiter Vorsicht. Wir sind noch nicht über dem Berg. Wir sind noch nicht dort, wo wir sein müssen, um dann auch konsequenter öffnen zu können. Denn es bringt ja nichts, wenn wir jetzt schnell öffnen und dann wieder schnell schließen müssen. Ich glaube, das wäre auch verheerend in die Gesellschaft hinein. Deswegen ist es richtig, jetzt auch mit Maß und Besonnenheit vorzugehen. Gleichzeitig braucht es aber auch Mut, neue Dinge auszuprobieren. Und ich sehe diesen Mut zum Beispiel bei mir im Wahlkreis, was dort die Unternehmen vor Ort leisten, indem sie Produktion umstellen. Herr Altmaier, bei mir gibt es ein Unternehmen, das möchte Schutzmasken herstellen. Es möchte das im großen Stil tun. Sie können 100.000 am Tag herstellen, ein Werkzeugmaschinenfabrikant. Der kann das tun und kann dann weiter beschäftigen, muss keine Kurzarbeit anmelden. Aber er braucht dann auch Abnahmemärkte. Und er braucht von Ihrer Regierung auch das Signal, dass endlich gekauft wird, auch lokal und regional. Und ich glaube, hier hätte man früher anfangen können, diese Signale zu setzen. Die Digitalisierung, ja, sie kommt jetzt über uns hinüber. Als Vater von drei Kindern kann ich sagen, im Homeschooling sind die Eltern engagiert, die Lehrer sind engagiert, die Kinder sind engagiert. Es ist etwas, ein Prozess, der stattfindet. Aber auch da muss es jetzt Verbesserungen geben, damit das Lernen auch wirklich bei den Kindern ankommt und auch das Soziale bei den Kindern ankommt. Also hier muss jetzt ein Schritt nach vorne gemacht werden. Was relevant und wichtig sein wird, und da gebe ich ja der FDP auch in einem Punkt recht, wir brauchen nachvollziehbare Kriterien bei der Öffnung. Wir müssen jetzt auch verstehen, wie ist das Infektionsgeschehen vor Ort? Wie sind die Datengrundlagen? Warum gibt es auch innerhalb der Europäischen Union unterschiedliche Öffnungsstrategien auf unterschiedlichen Dateneinschätzungen? Hier müssen wir schnell vorankommen, um zum Beispiel auch zu wissen, wie ist denn das Infektionsgeschehen bei den Kindern wirklich vor Ort? Also hier brauchen wir eine Klärung, und die muss vorankommen.
Was auch passieren muss, ist beim Thema Corona-App, es ist jetzt viel gestritten worden, aber wir brauchen da auch Lösungen. Die Lösung kann aber nicht heißen, dass wir den Menschen verpflichtend vorschreiben, dass sie eine App zu nutzen haben. Wir brauchen Standards, wir brauchen aber auch die Möglichkeit, dass die Menschen endlich Lösungen in Anspruch nehmen. Also auch hier wäre es schön, wenn man endlich mal vorankommt in diesem Bereich. Keine moderne Ökonomie funktioniert ohne die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das kam in der Kommunikation, insbesondere in meinem Bundesland Bayern, sehr, sehr spät. Ich denke, wir müssen das jetzt gewährleisten. Wir können nicht einfach sagen, wir fahren jetzt die Geschäfte wieder hoch und helfen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht. Auch hier braucht es Hilfen. Hier braucht es das Corona-Geld für die Eltern. Hier braucht es aber auch Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder. Auch da brauchen wir Entscheidungen. Und wir müssen auch bei den Kulturschaffenden, bei den Selbstständigen jetzt ganz genau hinschauen. Es gibt eine ganze Reihe von Branchen, die werden einfach ohne Hilfe nicht existieren können. Die brauchen ein Winterschlafmodell sozusagen auch in Bereichen. Und hier brauchen wir die Hilfen. Hier müssen wir ansetzen, gemeinsam handeln. Darum geht es auch in den nächsten Wochen und Monaten. Dankeschön. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion der CDU/CSU der Kollege Klaus-Peter Wiltsch. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kollegen, liebe Menschen, die Sie uns zuschauen an den Bildschirmen. Herr Theurer, ich muss sagen, ist ja viel Vernünftiges diskutiert worden heute und auch viel Übereinstimmendes. Und wir werden den Antrag dann in den Ausschuss geben und dort weiter beraten und das fortsetzen, was wir ja doch die ganze Zeit tun. Wir leiden doch alle miteinander auch darunter, dass wir erleben, wie das gesellschaftliche Leben, dass die wirtschaftliche Aktivität, die Initiativkraft lahmgelegt wird. Wir haben jetzt Ende April, bei mir im Wahlkreis, jetzt stünden die Weinfeste an im Rheingau und die ersten Kirmesse im Westerwald und die ersten Kerben im Taunus sind abgesagt worden, werden viele weitere noch abgesagt werden. Und das fehlt mir. Ich möchte die Menschen treffen und mit ihnen zusammen sein, auch nahe zusammen sein. Und wir wissen, das können wir zurzeit nicht tun. Und ich möchte wieder die leuchtenden Kinderaugen auf dem Karussell sehen und das Jauchzen, wenn sie mit der Achterbahn fahren. Aber wir wissen, das wird jetzt erstmal nicht gehen. Aber dass wir gleichwohl sprechen müssen darüber, wie wir wieder hineinkommen, wie wir wieder Aktivitäten hochfahren, was verantwortbar ist. Das ist etwas, das haben wir bei der Armee Leben in der Lage genannt. Jeden Tag neu bewerten, wo stehen wir, was haben wir erreicht, wo müssen wir hin, was müssen wir tun. Aber für den Fall, dass wir es dann für vertretbar halten angesichts der Datenlage und des Seuchenverlaufs, vorbereitet zu sein und zu sagen, jawohl, jetzt kann Gastronomie in dem oder jedem Umfang wieder aufgenommen werden. Das ist wichtig, jetzt zu tun. Wir müssen jetzt mit den Betroffenen, mit den Verbänden sprechen, weil wir doch gar nicht als Gesetzgeber die ganze Vielfalt, die es da gibt, in unserem wirtschaftlichen Leben so im Detail kennen, wie das die Branchenvertreter tun und wissen. Deshalb müssen wir mit denen jetzt reden über Szenarien, über Möglichkeiten, über Betriebsverfahren, die es erlauben, wenn die Seuchenlage es zulässt, eben wieder Schritt für Schritt in ein normales Leben hineinzukommen und die mit den Betroffenen gemeinsam zu vereinbaren, was man ab welcher Situation vertreten kann. Denn natürlich ist es so, wie ja von den meisten Fraktionen allen übereinstimmend festgestellt worden ist, dass die Einschränkung der individuellen Freiheit oder auch der wirtschaftlichen Betätigung, die in verschiedenen Bereichen geboten ist, begründungsbedürftig ist. Wir haben diese Begründung, aber wenn Umstände es zulassen, dass wir eben Schritt für Schritt wieder öffnen können, dann ist es wichtig, dass die Menschen in die Lage kommen, wieder ihre Dienstleistung zu erbringen, ihre Arbeit zu tun, den Dienst am Nächsten da auch zu leisten. Ich glaube, es hat also nichts mit Überbietungswettbewerb zu tun, wenn die Debatte hier stattfindet, sondern es ist verantwortliche Vorbereitung auf die Situation und auf die geordneten Möglichkeiten, die Wirtschaft wieder hochzufahren. Und ich bin froh, wir haben am Mittwoch in unserem Parlamentskreis Mittelstand in der Fraktion beschlossen, dass wir gerade mit Blick auf das Gastgewerbe
uns verschiedene Maßnahmen wünschen. Einer davon war die Senkung des Mehrwertsteuersatzes für die Gastronomie, damit wir eine Chance geben, ein Stück des ausgefallenen Umsatzes aufzuholen. Denn es kommt ja jetzt nicht, wenn eine Kneipe wieder aufmacht, einer hin und sagt, ich esse mal zwei Schnitzel, weil ich eins verpasst habe im letzten Monat. Und deshalb müssen wir dort eben diese Möglichkeit ergreifen. Und ich bin froh, dass das heute Abend vereinbart worden ist. Wann wir uns wieder singend und miteinander feiern, am Weinfest oder auf der Kirmes in den Armen liegen werden, das kann ich nicht vorhersagen. Ich bin auch kein Virologe. Ich bin jemand, der wach das Leben beobachtet und mit den Menschen darüber spricht, was geschieht. Wir tun das ja von morgens bis abends. Also bei mir ist jedenfalls so. Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, Gespräche mit Banken, mit Kreditsachbearbeitern dort, mit Unternehmern, die sich beklagen, dass das oder jenes nicht funktioniert. Und in vielen Fällen können wir helfen. Und das ist auch ein ermutigendes Zeichen. Es gibt da positive Rückmeldungen. Und deshalb lassen Sie uns doch gemeinsam miteinander daran arbeiten, dass wir diese Krise so menschenverträglich wie möglich bewältigen und dass wir den Menschen wieder Raum geben für das, was sie ausmacht, das Miteinander, das soziale Miteinander und auch das geschäftliche Miteinander. Und zum Schluss will ich noch sagen, was mir auch fehlt. Mir fehlt es, dass ich sonntags in die Kirche gehen kann und mit der Gemeinschaft der Gläubigen Gottesdienst feiern. Da freue ich mich, dass die Sachsen schon mal gezeigt haben, wie man da vielleicht vorwärts gehen kann. Und dann lassen Sie uns, wenn wir es überwunden haben, gemeinsam in die Kirche gehen und großer Gott, wir loben dich singen. In dem Sinne, wir arbeiten für die Menschen und sollten das weiter tun. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Letzte Rednerin in der Debatte ist für die Fraktion der SPD die Kollegin Dr. Eva Högel. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen auch von der FDP, ich will das noch mal bekräftigen, dass es richtig und notwendig und wichtig ist, dass wir diese Debatte hier heute führen. Hier gehört sie hin, diese Debatte, wie wir mit dieser Krise umgehen und wie wir als starkes Parlament auch zum Ausdruck bringen, was dort sinnvoll und notwendig ist und worüber wir auch für die Zukunft nachdenken müssen. Zum Ende unserer Debatte hier ein paar Worte zu den Freiheitsrechten, denn darum geht es, die Einschränkung der Freiheitsrechte. Und wir müssen alle miteinander feststellen, dass wir seit Ende des Zweiten Weltkrieges, das wird ja jetzt auch öfter zu Recht gesagt, und seit Bestehen unseres wunderbaren Grundgesetzes seit über 70 Jahren noch nie so eine massive Einschränkung von Freiheitsrechten haben. Und darüber müssen wir uns als Parlament Gedanken machen. Und ich will betonen, dass es im Grundgesetz kein Supergrundrecht gibt. Es gibt kein Grundrecht, die Menschenwürde wird gesagt, vielleicht, was über den anderen steht. Aber doch sind Leben und Gesundheit ganz besondere Grundrechte und die Aufgabe des Staates, diese besonders zu schützen. Und das ist die Aufgabe von uns allen, aber nicht nur von uns hier im Parlament und in der Regierung, sondern von allen Bürgerinnen und Bürgern ist es wichtig, dass wir Gesundheit und Leben schützen. Und dieser Eingriff muss immer gerechtfertigt werden. Darüber diskutieren wir heute Morgen seit 9 Uhr, seit der Regierungserklärung, ja ganz intensiv miteinander. Was ist eigentlich gerechtfertigt? Ja, es muss geeignet sein, die Gesundheit und das Leben zu schützen. Es muss erforderlich sein. Und ich war etwas erstaunt, dass Herr Lindner daran Zweifel geäußert hat heute Morgen. Denn es muss im Einzelfall verhältnismäßig und damit gerechtfertigt sein. Und ich muss ganz klar sagen, das sage ich auch deutlich für die SPD-Bundestagsfraktion, alle Regierungen im Bund und in den Ländern, alle Parlamente, hier, wir, aber auch die Landesparlamente, wägen ganz sorgfältig ab jede einzelne Entscheidung, begründen diese Entscheidung und handeln sehr verantwortungsvoll. Und das ist ganz entscheidend, dass wir das hier auch noch mal betonen. Wir tun uns alle nicht leicht mit diesen Einschränkungen. Aber ich will einen weiteren Punkt ergänzen. In unserer Gesellschaft wird das transparent. Erfolgt das transparent nach nachvollziehbaren Kriterien mit einer kritischen Öffentlichkeit, mit kritischen Medien,
intensiver Berichterstattung. Und ich will auch deutlich machen mit der Prüfung durch Gerichte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist ganz entscheidend. Das Bundesverfassungsgericht hat sich geäußert zur Religionsfreiheit, zur Versammlungsfreiheit und jüngst das Verwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen zu dem Kriterium der Ladengröße von 800 Quadratmetern. Das wird gerichtlich überprüft und wir bekommen dadurch auch noch mal Leitplanken für unsere Entscheidung. Und ich möchte am Schluss auch noch mal sagen, dass es ganz wichtig ist, dass wir unter Beweis stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir mit einer freiheitlichen Demokratie, mit einem Rechtsstaat, mit freien Medien und kritischer Berichterstattung, dass wir diese Krise mit dieser freiheitlichen Demokratie bewältigen können. Darum geht es. Und die allerletzte Bemerkung, es ist für uns auch eine Aufgabe, dabei weniger national zu denken, sondern viel mehr international. Mehr Europa, mehr international. Das Virus ist auch international und deswegen müssen wir auch stärker international denken und an internationalen Lösungen arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 18711, 18709 und 18714 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Andere Überweisungsvorschläge sehe ich nicht. Deshalb ist so beschlossen wie vorgeschlagen. Ich rufe nunmehr auf den Tagesordnungspunkt.